Das sah so aus, wenn ich jetzt in einem gewissen Tempo das Ziel erreichen muss, wie so ein Zeitrennen. Ups. Aber ich habe mich wohl getäuscht. Juhu, eine Fähigkeit! Was wird es diesmal sein? Sprint! Sprint in deine Blickrichtung! Ah, wundervoll! Ja, damit komme ich oben auch an den anderen Schalter, weil ich jetzt Doppelsprung machen kann und diesen Springen. Und ich komme auf der anderen Seite jetzt vorbei an diesen Stein. Drücke nach einem Doppelsprung RB für eine längere Sprungdistanz. Ich bin Ori und ich bin super schnell. Whee! Und ich bin fast tot. Was ist los, Balthasar? Macht dich Papa nervös? Aber auf den Dreifachsprung bestehen. Bla bla bla. Ach, verdammt, ich kann nur nach links oder nach rechts. Uah. Hallo, fast perfekt. Verdammt! Ich wollte zu viel.
Da muss doch drin sein. Oh, wie ein Tier. Olympia-Anmeldung ist raus. Lässt sich direkt 2 Meter weiter von den Gegnern töten. Stimmt. Irgendwie da unten noch drin. Das bedeutet da unten, ich glaube, da müsste dann der Durchgang sein, um da ranzukommen. Give it to me. Ach, ich sehe schon wieder, ey. Das ist übrigens typisches LP, wo später Leute unterschreiben nach 2 Jahren. Was hast du an Stelle XY gemacht? Du denkst nur, oh, what the fuck, ey, als wenn ich das noch wüsste. Verdammt. Mal zeigt er mir nicht mal an, dass da oben vielleicht was ist. Dann darf ich jetzt nochmal die Ecke hier laufen. Aber das ist eine gute Übung. Für meine alten, klobigen Finger. Du dachtest, du kannst dich vor mir verstecken. Was ist los, Dicker? Nanusch! Oh,
Wir sind hier im Revier des großen Quolok, Wächter des Sumpflands. Ja, dank seiner Fürsorger haben sich die Dinge hier kaum verändert, seit der Verfall das Land befiel. Möchtest du das die Karte des Wohnsitz der großen Kröte für 100 Geisterlichter stehen? Natürlich. Erinnert mich ein bisschen an... Boah, das ist ein ganz alter Zeichentrickfilm. Wie heißt er? In der Arche ist der Wurm oder sowas. Da ist dann auf der Arche Noah irgendwie die Geschichte von Holzwürmern, die dort leben. Scheiße. Aber ich bin nicht sicher, ob das der richtige Titel ist. Der Plot ist so der richtige. Und muss gar nicht so gucken. Gab Frühstück und Mittag und du hast vorhin zweimal gekackt. Das habe ich nicht vergessen. Boah. Ja, das ist von hier oben bis nach da unten. Das ist nämlich die Geistprüfung. Ein Traum. Ich werde den Weg vergessen auf dem nach unten. Nein! Schon verkackt. Mein Gott. Aber mein erster Versuch war immer noch der beste.
Scheiße. Ja, 26 ist auch Bestenliste. Und zurzeit können viele das nicht spielen. Also kann ich doch einmal auf irgendeiner Bestenliste sein. Ja! Oh nein, du musst diese Zeit schaffen. Dann kriegst du nämlich erst den Bonus. Ich denke mal, Bestenliste wird einfach noch schwieriger sein. Der Trick ist, mit seinem Ki im Reinen zu sein. Das hat mir Meister Piccolo gelehrt. Ist es Qualox Hollow? Yes. Ja, da unten ist was zum Zerschlagen, aber da komme ich, glaube ich, gar nicht hin im Moment. Oder? Ja, doch. Sehr schön. Energiezelle. Also 2 Stunden 40 sind wir jetzt dran. Durch mein Rumirren werde ich wahrscheinlich ein bisschen länger für die Passage brauchen. Also für den ersten Akt. Moment, da unten ist was Graues. Wie kann das sein? Was habe ich übersehen? Ach, weißt du, was das ist? Hier, wo die Steine runterkommen. Tja, doof nur ich dafür erstmal oben links. Ah, ich weiß wie. Ja. So nervös. Jetzt. Greif mit deinem Geisterbogen schneller an. Guck mal, fast hätte ich diesen wundervollen Geistersplitter verpasst. Was ist los, Dicker?
glaube, mein Hund braucht gleich ein bisschen Pflege. Was mache ich hier, ey? Das ist... Moment, das war genau. Dahin. Da links war ich. Brauch dich nicht, du Froschgesicht. Endlich, ein zweiter Teleporter. Und ein guter Zeitpunkt, um mal kurz zu breaken.